Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899 FM. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich meinen lang ersehnten Wunsch mir erfüllen konnte und mit Jana Gefördorft, einer meiner absoluten Lieblingsspieler aus der Vergangenheit, einladen konnte, bei meiner kleinen Sendung dabei zu sein. 45 Minuten ganz, ganz lustiges, sensationelles Gespräch, sehr viel Neues, also für mich zumindest auch sehr, sehr viel Neues dabei. Und bitte nicht so enttäuscht sein, wenn es nur unter Anführungszeichen 45 Minuten sind. Jan Agi hat mir versprochen, dass es noch im Frühjahr 2022 auf jeden Fall eine Episode 2 und vielleicht sogar eine Episode 3 geben wird. Das Gespräch, wie ihr euch denken könnt, ist via Skype aufgenommen worden, da Jan sich in Norwegen befindet. Technische Unzulänglichkeiten bitte ich in vornherein schon ein bisschen zu entschuldigen, aber ich glaube, dass das Gespräch alles andere, also alles überwiegen wird. Ich freue mich schon, ich freue mich vor allem auf eure Reaktionen und wünsche euch für die nächsten Minuten viel Spaß. 1899 FM. Lieber Jan, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja ein vielbeschäftigter Mann. Es war gar nicht so einfach, mit dir in Kontakt zu treten. Ich muss dazu sagen, wie wir unsere Twitter-Kommunikation gehabt haben, habe ich dann sehr, sehr viele Reaktionen von den Fans bekommen, die wirklich gebeten haben, hoffentlich glaubt das mit Jan. Du bist immer noch wahnsinnig bei uns, bei Bitten hängen. Und deshalb freue ich mich schon sehr, sehr, sehr auf dieses Gespräch. Ja. Ja, erstmal danke für die Einladung, das muss ich ja sagen. Ja. Und du hast dich bemüht, das ist richtig. Und, ja. Und ich freue mich natürlich, ich verfolge ja Rapid Wien natürlich, das war ja meine erste Liebe in Ausland, so ich freue mich dabei zu sein. Okay. Lieber Jan, dann fangen wir aber ganz zum Beginn an. Du bist 1967 geboren, sind wir gleicher Jahrgang. Wie waren so deine ersten Schritte im Fußball? Was waren deine ersten Fußballvereine und wie war der Weg zum Profifußball? Ja, ich komme ja aus einem sehr kleinen Dorf, der heißt Gürsken. Da wohnen 900 Einwohner. Wir haben nicht einmal einen Fußballplatz. Das haben wir erst in 78 bekommen. Das war während des Weltmeisterschaft natürlich in Argentinien, wo Hansi Krankl, mein dann 11 Jahre später mein Trainer wird, hat 2 Tore gegen Deutschland geschossen. Aber ich kann mich das gut erinnern, weil ich habe, wie viele andere, auch von Mario Kempes, den habe ich auch in mein erstes Spiel für Rapid getroffen. Der hat seine Tore gemacht und wir haben einen Fußballplatz bekommen. Und dieser Fußballplatz liegt bei einem Fluss. Und dann hat ein lustiger Typ bei uns, ja, dann heißt es River Plate, also sehr schlecht übersetzt, ein Platz bei dem Fluss. So, das war 78, ich war 11 Jahre alt, haben wir unseren ersten Fußballplatz bekommen, haben aber dann als 9-Jährige meine erste Partie gespielt, ein Spiel dieses Jahr. Und ab 10 dann haben wir langsam angefangen mit Spielen für meine Sohnsgeneration oder jetzige Generation. Dann, die haben ja 300 Spiele, wenn die 10 Jahre alt sind. Aber ich habe dann eigentlich ganz spät angefangen, obwohl ich sehr, sehr viel Fußball gespielt habe vorher. War Fußball für dich immer klar, weil die Norweger sind ja eigentlich auch große Langläufer oder der nordische Skisport. War das für dich irgendwie eine Option oder war Fußball für dich immer die Sportart Nummer 1? Ja, ich bin ein großer Fan von allen Sportarten und wie du sagst, die Skilangläufer, vor allem Skispringer. Damals war es nicht so viele Slalomfahrer wie die jetzt, in den letzten 20 Jahren. Aber von der Gegend, ich komme von der Küste, von Westküste. Wenn du Norwegen siehst, dann siehst du das westlichste Punkt und von da bin ich nicht weit weg. So, der Schnee war 2 Tage und dann war er weg wegen der Regen und dann plötzlich 2 Tage wieder. Das war keine große Chance für eine große Langlaufkarriere. Aber Fußball war eigentlich der einzige Sport oder war der einzige Sport, der da in meinem Dorf war. Hat ja natürlich auch geholfen, dass mein Papa für die lokale Verein gespielt habe. Meine 2 Onkel haben bei dem lokalen Verein gespielt und darum war ich eigentlich sofort in der Fußballkabine. Dein erster Profiverein war Lilleström. Ja, ich bin ja. Ja, also wenn man das als Profiverein bezeichnet, ist richtig, aber in meinem Gegend von Gürsken, da war es eine Regionalmannschaft sozusagen, das heißt Hødd. Hødd war in die 2. Liga von Norwegen. Ich bin dort gekommen, wo ich 15 war, habe ich mein Debüt gefeiert, wenn ich 17, 18 habe ich gespielt in die 2. Liga. 85 wahnsinnig viele Tore gemacht, 25 Tore in 22 Spiele, haben dann überall Angebote gehabt in Norwegen. Dann habe ich 2 Jahre gespielt für HamKam. Das war so, ich weiß nicht, mit welchem Verein ich das vergleichen kann, aber das war ein Entwicklungsverein, das war in die 1. Liga.
Dann zu Lillestrøm. Und Lillestrøm war immer mein Verein, weil mein Favoritspieler war einer, der heißt Tom Lund. Der war mein Favoritspieler. Aber erst in 88 bin ich zum Lillestrøm gekommen, wo ich auch dann die Liga gewonnen habe. Da warst du ja auch Torschützenkönig, wenn ich das noch richtig recherchiert habe. Und gab es dann schon Angebote aus dem Ausland? Ja, das war ja so in 86, 87, ich habe für die unter 21 gespielt. Ich habe dann mein Debüt gefeiert für die erste Nationalmannschaft, aber war meistens in 86 und 87 bei dem unter 21 unterwegs, habe meine Tore gemacht, war beim Probetraining oder sie mich umzugucken bei Mechelen in Belgien. Das war eine gute Inspiration für was später kam, aber konkret nicht. Das war ja eine Zeit, wo norwegische Spieler nicht so viel, die waren nicht so viel im Ausland, weil unser Vereinmannschaften haben nicht so viele Erfolge gefeiert in der Europacup und die Nationalmannschaft war ja nie für eine Weltmeisterschaft und Europameisterschaft qualifiziert. Damals war der teuerste Spieler Rune Bratseth, mein Zimmerkollege von der Nationalmannschaft. Werder Bremen, ne? Ist um Werder Bremen gegangen. Und 88, ein anderer Zimmerkollege von der Unter-21-Mannschaft, Erland Jonsson, nach Bayern München. Aber das war nicht die große Summe. Auf dem Punkt war der Rekord von einem Norweger 1,4 Millionen Schilling. In der Zeit war das nicht viel Geld. Wie kam der Kontakt zu Rapid zustande? Rapid war in den 80er Jahren ganz ein großer Verein, also ist immer noch ein großer Verein, aber sehr, sehr erfolgreich in den 80ern. Meistertitel viele und Europacup-Finale. Gegen Ende der 80er ließen ja diese Erfolge ein bisschen nach. Wie ist da der Kontakt entstanden? Wer war so dein erster Ansprechpartner? Ja, erst weiß ich ja, wie es so gekommen ist. Es ist so gekommen, dass ein Linzer Vermittler, Norbert Kraft, hat nachgefragt bei einem norwegischen ehemaligen Bayern-Spieler, einer Aas, habe ihn gefragt nach norwegischen Stürmer. Er hat mich empfohlen. Das habe ich nicht auf diesen Zeitpunkt gewusst, aber jetzt weiß ich das. Und dann habe ich in Mai 89 gegen Österreich gespielt, habe mein Tor gemacht gegen Robert Petzl. Ich habe ja da ab diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass er wird mein Teamkamerad. Aber für mich war das ab diesem Zeitpunkt der 14. Juli, hat mich ein Mann angerufen, der heißt Skender Fahne. Und der Skender Fahne hat mich angerufen, hat gesagt, dass er Vizepräsident von Rapid war. Ich habe natürlich gekannt, Rapid Wien, das war ja auch im Ausland bekannt. Ich habe gewusst, die waren Rekordmeister. Ich habe gewusst, dass sie 85 gegen Everton in der Finale gespielt haben in Europa. Ich habe natürlich auch von Hansi Krankl gewusst. Aber dann hat er gesagt, so Jan, wir wollen gerne, dass du morgen nach Wien kommst. Und ich sage, ja, ich gehe gerne nach Wien. Das Einzige, ich habe ein Problem. Und da sagt er, ein Problem? Das kann sein, dass wir bieten dich einen Profivertrag an. Ja, aber ich heirate. Sagt der Skender, ja, Skender, ja, ist eine gute Ausrede, aber kannst du dann Sonntag kommen? Und kurz nach dem, du kannst dich ja vorstellen, ich war ja wirklich in so, ja, ich sollte heiraten, aber dann habe ich, das meint sozusagen der erste konkret, das war ja ganz konkret, müsste dann ein paar andere Sachen auch auf einem Samstag machen, müssen zum Beispiel mein Lillestrøm sagen, das war ja mein Verein, dass ich vielleicht Sonntag nach Wien fahre und zurück nach Oslo, wo ich gewohnt habe und Montag früh dann nach Wien. So ist er am Stande gekommen. Aber war für dich der Wechsel, war das klar für dich? Rapid, ja, das war ja nicht 100% klar, weil... Dich jetzt so ist dein Herz, so meine ich, so, dass du sagst, ja, das ist eine gute Frage, weil Lillestrøm hat ja eigentlich gesagt, du darfst nicht ein Probespiel machen. Was ich dann erfahren, wenn ich nach Wien kam, erstens habe ich ja so ein Showtraining gemacht, Hans Krankl war Trainer, er hat zu mir geflankt vor dem Tribüne, meine Frau war auf ihr Honeymoon, ist ein bisschen kalt auf die Tribüne geworden, Hansi hat Flanken gemacht, ich habe den Ball in Tor geschossen, auf jeden Fall versucht und dann nach 10 Minuten hat Hans gesagt, kannst du flanken und er hat Volley-Schüsse gemacht, zum großen Jubel für Fans, der war ja, auf diesem Zeitpunkt hat er ja gerade Salzburg in die erste Liga geschossen, der war ja, das war ja ein Wahnsinn, was er dort gemacht hat. Er war, denke ich, 38.
Über die Geschichte kommen wir später, wo wir der Spieler des Jahres, da war er ja auch ein Kandidat. Aber dann war es ein Probenspiel und ich habe ja Lillestrøm nicht gesagt. Ich habe gedacht, was habe ich zu verlieren? Ich habe dann herausgefunden, dass Rapid Wien suchte einen Kopfballspieler, einen großen Nummer 9. Ich war groß, aber ich war nicht unbedingt ein Kopfballspieler. Aber ich habe natürlich gewusst, dass ich musste in dieses Spiel gegen Red Star Auto, müsste ich jede Kopfball gewinnen. Und dann habe ich erfahren, auch in der Kabine, dass neben mir war ein Holländer. Und dieser Holländer war 2,5 Meter groß. Das ist der größte Spieler, den ich je gesehen habe. Auf jeden Fall kann ich mich das so erinnern. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich suche einen Kopfballspieler, wird er ja jeden Kopfball gewinnen. Aber ich bin in das Spiel gegangen, habe versucht, so gut wie möglich zu spielen. Ich kann mich erinnern, der Torwart von Red Star Auto war ganz kleiner. Und ich glaube, am Ende habe ich ihm und den Ball im Tor geköpfelt. Der Tor ist nicht gegeben. Aber ich war ein bisschen enttäuscht nach dem Spiel. Aber dann hat mir Miskender getroffen, außerhalb von beim Hanapi, da wo wir rausgehen zum Platz, wo der Zaun ist, auf jeden Fall früher. In Hanapi standen wir damals gehissen. Und dann sagt er, wir wollen dich verpflichten. Und das waren natürlich schöne Wörter, weil für jeden Norweger, obwohl ich 22 war, das war immer ein Traum, im Ausland zu spielen. Und bei Rapid Wien war das ja ganz klar, dass ich das wollte. Das Stadion hat mich sehr beeindruckt. Die Spieler, ich habe ja der dicke Andy Herzog getroffen, der Junge mit dem großen Arsch natürlich. Und ich habe ja gesehen, dass es Spieler waren, mit denen ich spielen kann. So. Und ich erkläre, ich muss es nur erklären, dann fahre ich zurück nach Norwegen. Die fangen an zum Verhandeln. Ich komme zurück nach Lillestrøm, spiele so ein internes Spiel. Die erste Mannschaft gegen die zweite Mannschaft. Ich schieße beim 8-0-Sieg für die erste Mannschaft, schieße ich 5 Tore. Und der Vermittler Norbert Kraft, Kompliment an ihm, dann ruft er Rapid an und sagt, Jan hat ein Spiel gemacht und 5 Tore gemacht. Ich glaube, das hat auch Hansi Krankl und Skender Fani beeindruckt. Weil dann haben die verhandelt und auf dem Zeitpunkt, du sollst da wissen, dass, wie ich gesagt habe, dass der Transfer-Fee war, Rekord von Norwegen war 1,4 Millionen Schilling und für mich haben die dann 6 Millionen Schilling gekriegt. So, das war mehr als die Vierfache. War Hans Krankl auch ein Grund, zu Rapid zu gehen? Ja, ich denke schon. Der war Stürmer, der war ein von seiner Generation vielleicht der beste Goalgetter, das gab. Man kann sicher immer diskutieren, gute Fußballer. Da ist es enger, dann ist es mehrere Kandidaten. Aber Hans Krankl, der hat mich natürlich beeindruckt. Ich habe in Schönbrunn Hotel gewohnt und Hans hat mich abgeholt, auf jeden Fall zum Training, kann ich mich erinnern. Das hat mich beeindruckt. Und ich habe natürlich gedacht, egal was es passiert, dann wird ein super Stürmer mein Trainer sein. Und von dem kann ich gut lernen. Und das muss ich auch sagen, nach 3 Jahren, wir haben nicht Titel gewonnen, aber natürlich die Rechnung ist wirklich in Erfüllung gegangen. Also ich habe wirklich von Hansi sehr viel gelernt. Ich kam aber dann am Donnerstag nach Wien wieder. Wir haben ja den Vertrag nicht verhandelt und ja, ich war mir egal, ich wollte ja nur Fußball spielen. Und dann plötzlich ruft mich an ein Rune Hauge, der jetzt ein berühmter, oder in den 80er, 90er war er ein berühmter Trainer-Agent. Ich habe ihn nie gekannt und der kam, hat mich angerufen, ich war in einem Zimmer, ich weiß nicht, wie er mich erreicht haben. Und dann kam er nach Wien, wir sind in Waldfischgasse, mit Skender Fahne haben wir verhandelt. Er meint, dass ich habe schlecht verhandelt, weil er hat gesehen, dass ich wollte das Spiel spielen am Abend gegen St. Pölten. Ich wusste nicht, dass damals es hieß St. Pölten. Ich wusste nur, das war ein Spiel. So um 17 Uhr so ungefähr oder 16:30 Uhr, dann sagt Skender, ja, jetzt müssen wir uns einigen. Und sage ich, ja, wo soll ich unterschreiben? Bin dann mit dem Auto gefahren auf dem Weg zum HNP und ich habe gesagt, soll ich spielen? Also ja, du spielst von Anfang. Und dann, also aber ich muss etwas zu essen haben und dann haben wir gestoppt zu einem Restaurant. Das war ich kann mich erinnern, weil ich habe das nicht gewusst, das heißt Frittatensuppe. Ich habe eine Frittatensuppe geholt, kam in die Kabine von Rapid, die waren ja fast bereit zum Spielen und Hans, sie hat mir zur Seite genommen, hat angefangen mit mir zu reden. Ich habe natürlich nicht ein Wort verstanden, was er gesagt hat, weil er hat diese Wienerisch, das habe ich ja später gelernt, aber da war St. Pölten und ich war ready für das Spiel. Das heißt, du hast am
Tag deines ersten Ligaspiels, das war ja ein Ligaspiel, das war ja kein Freundschaftsspiel. Am Tag des ersten Pflichtspiels deinen Vertrag eigentlich erst unterschrieben und noch vorher eine Frittatensuppe gegessen. Genau, und ich weiß, ja, und ich kenne mich ja ein bisschen schon aus später in Österreich, wie das damals etwas ein paar Sachen funktioniert. Ich verstehe ja noch nicht, wie man kann um 17 Uhr unterschreiben und um 19 Uhr spielen. Das ist ja Punkt 1. Punkt 2, dass man lasst mich von Anfang an spielen. Ich habe kein von meinen Teamkameraden gewusst. Hast du mal trainiert mit der Mannschaft? Ja, ein oder zweimal habe ich vielleicht ein oder zweimal trainiert mit der Mannschaft oder dieses Probespiel. Ja. Aber der Lustige ist ja, dass zurück zum 78. Ich habe in 78, wie alle anderen Jungs, habe ich ja so Fußballkarten gesammelt. Und ich habe alle von der 78er Weltmeisterschaft, Krankel, Prohaska, wie die alle heißen, aber ich habe Mario Kempes nicht gehabt. Und Mario Kempes, ich habe Johan Cruyff gehabt und er war nicht einmal beim Weltmeisterschaft. Ich habe nicht gewusst, dass Menotti erst ihn spät verpflichtet habe oder die gesagt, er war der einzige Ausländer für die argentinische Mannschaft. Ich habe überall gesucht nach Mario Kempes, habe ihn nicht gefunden. Und dann stehe ich in der Kabine in Hanapi-Stadion. Ich weiß nicht einmal, gegen wen ich spiele, keine Ahnung. Und dann drehe ich mich um und da steht Mario Kempes. Mario Kempes. Jahre später. Das war für mich, ja, ich weiß nicht, wie soll das nennen, Klassereise, aber das zeigt nur erstmal, dass Traume kann in Erfüllung gehen. Aber Mario Kempes, ich habe später Mario Kempes diese Geschichte erzählt, so in halbweg Deutsch, halbweg Englisch. Aber das hat mich ja wahnsinnig inspiriert und 28 Minuten später habe ich Krankel unarmt und habe mein erstes Tor gemacht für Rapid Wien. Ja, war das 2-0 gegen St. Pölten. Ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Was ist das Stadion? Bitte? Ein Stadion? Ja, ich kann mich, ja, natürlich. Ja. Kann ich noch sehr gut erinnern. Es war nämlich auch für mich ein sehr, sehr emotionales Spiel, weil kurze Seitenblicke, es war mein erstes Spiel nach dem Tod meiner Mutter. Oh. Und du warst so, und das kann ich sagen, auch für viele Rapid-Anhänger, irgendwie in dieser Zeit von Anfang an haben wir dich gemocht. Ja, wirklich. Und ich habe heute noch, wie gesagt, in Vorbereitung und viele Nachrichten bekommen, wo viele gesagt haben, sie sind wegen dir zu Rapid gekommen. Ja. Gut, bei mir war es der Hans Krankel, ich bin schon ein bisschen älter. Ja? Aber ich habe viele Nachrichten bekommen, bitte mach dieses Gespräch, weil durch ein Jahr bin ich zu Rapid gekommen. Ja? Oh, das ist wunderschön. Das ist wunderschön zu hören. Ja. Das freut mich. Und eine gute Geschichte auch mit dir. So ist Fußball und ich denke, und ich habe auch das Gefühl gehabt von Anfang, das hilft natürlich sofort ein Tor zu schießen, aber ich habe immer von erster Minute habe ich eigentlich ein super Verhältnis zu den Rapid-Fans. Ich kann mich erinnern, das zweite Spiel war beim Admira, glaube ich. Das habe ich auch ein Tor gemacht von der Abpraller. Aber ich kann mich erinnern, dass mir hat diese Connection zwischen den Spielern und die Fans, das war ganz neu für mich. Also ja, wir haben Anhänger gehabt in Norwegen, natürlich weniger, aber da diese enge Beziehung haben wir eigentlich was love at first sight, das war Liebe auf ersten Blick. Genau, ja, genau so kann man sagen, das war ganz perfekt. Ja. Das zweite Spiel, das war eine Niederlage, kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja. Es war ja ein ewiges Auf und Ab. Das Spiel, Entschuldigung, ich bin ja jetzt down the memory lane, no? Frage ich, war das das Spiel, wo Rodax 4 Tore gemacht hat? Ja, genau, da hat der Rapid 13-0 geführt und dann war ich auf Urlaub. Geführt? Ja, Rapid hat 3-0 geführt. Und dann hat der Rodax 4 Tore gemacht. Ja. Ich bin damals extra von Kärnten vom Urlaub wegen dem Spiel raufgefahren, nach in die Südstadt gefahren und eher ein bisschen frustriert wieder nach Hause gefahren. Ja. Ich kann mich erinnern, dass Hans Krankel hat, ich glaube, der Manndecker auf Rodax, kannst du das erinnern, wer das war? Das ist ein Quiz für dich. Putzer. Ah ja, Martin Putzer, genau. Ja, Martin Putzer ganz blond, Hans Krankel hat zu ihm gesagt, ich schwöre, das hat er zu ihm gesagt vor dem Spiel, sag Martin, heute spielst du gegen Rodax, guter Spieler, guter Torjäger. Ist egal, wie das geht. Du bist ein junger Spieler, du kriegst wieder eine Chance. Ja, gut, er hat seit ehrlich dann nicht mehr die Chance bekommen nach 4 Toren von Rodax. Ja. Aber diese Saison war ja insofern sehr spannend, weil es gab ja eine sensationelle Derby-Serie. Ja. Dieses 4-1, 5-2, 6-3. Ja. Ich glaube, beim 5-2 und beim 6-3 hast du insgesamt 4 Tore gemacht. Ja. Nicht vergessen, das einzige Tor war 4-1, habe ich auch gemacht.
Ja, genau, hast du auch gemacht. 4-1, ja. Ja, ja, genau. Das war damals 4-1, war aber noch im Happelstadion, also im Praterstadion damals noch. Ja. Was hat er da noch für Erinnerungen? Wie war das Derby? Ich meine, das frage ich manchmal Legionäre quasi, bist jetzt kein gebürtiger Wiener und auch kein Rapid-Anhänger von klein auf. Ist das Derby, war das damals schon für dich, jetzt als Jana geführt durfte, der Norweger, auch was Besonderes? Hat der Hans Krankl das vermittelt, dass das muss gewonnen werden? Punkt. Ja, also ich glaube, meine Stärke ist, dass ich kann mich ganz schnell mit den Leuten identifizieren. Ich habe ja mal viele Profivereine gespielt in 3 verschiedene Länder. Wenn ich in Norwegen mache, dann habe ich bei viele Vereine gespielt. Und für mich war das sehr, sehr wichtig, die Rapid-Geschichte zu verstehen. Und ich glaube, dann kann man sich auch schnell identifizieren. Später war ich auch war ich Manager beim Lilleström, und das war mir sehr wichtig, dass die Geschichte von Lilleström erfahren haben, weil dann kannst du dich mehr identifizieren. Und ich habe ja gleich von Anfang gelernt, wie wichtig diese, historisch gesehen, diese Partien gegen Austria waren. Zwei verschiedene Vereine, mit dem Arbeiterverein, mit dem Violetten, dann auf die andere Seite, wo man historisch auch verschiedene Spielweise gemacht haben, andere Spieler gemacht haben. Und ich sage ja immer, nur ein bisschen Zeitweg, ist ja, dass ich habe ja meine erste Nacht in Wien verbracht, nachdem ich da war, habe ich mit den Betten, wie heißt es, Bettkisten? Heißt es, was du hast auf deinem Bett, ja? Also ich habe ja nichts gehabt. Das habe ich von Bimbo Binder, weil der Franz Binder Junior war der Generalsekretär, der Binder, der legendäre Binder, Bimbo Binder, ist dann diesem Jahr gestorben. Und er hat gesagt, wir können zu meinem Haus fahren, ich habe die Mutter von ihm, die Frau von Binder getroffen, und der hat gesagt, du kannst die mitnehmen, wir haben so viele. So, was könnte dann falsch gehen, wenn ich die Bettsachen von Bimbo Binder kriege? Und ein Trainer heißt Hans Krankl. Habe ich wirklich dann verstanden, nicht nur die Geschichte zu verstehen. Eins, wie wichtig die Spiele war für die Anhänger, das war wichtig. Und natürlich für Hans Krankl. Das ist ja natürlich, das summiert eigentlich dieses Jahr, dass Austria ist Meister geworden, aber wir haben alle Derbys gewonnen. Oder die meisten drei von vier, das vierte war 0-0, ja. Ja, genau. Und das deutet, ich glaube, das war die Stärke von Hans Krankl und das war die Schwäche. Weil wir haben wirklich, ich kann mich gut erinnern, der war wie ein Verrückter. Der hat immer gesagt, wenn der Ball 2 Meter rausgeht auf die Linie, wie sollen kretschen, wie sollen die Anhänger mitreißen und so weiter und so weiter. Und wenn man sieht, auch wie ich juble in dieser Zeit, wo ich Tore geschossen habe, das war ja auch Krankl. Du kannst ja sehen, dass ich habe von ihm gelernt. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war gegen Krems auswärts oder so. Dann habe ich auf die Zäune geklettert und die ganze Zäune ist runtergefallen. Also das war, und ich kann mich erinnern, die haben gesagt, das wird zu teuer, ja, und du kannst nicht so viel mehr klettern. Aber ja, natürlich, ich habe das gut verstanden. Ich habe auch verstanden, wie wichtig das war für Hans Krankl, Herbert Prohaska zu schlagen. Das habe ich auch ganz schnell gelernt. Ja. Wobei, ich muss mich da jetzt kurz korrigieren, das zweite Spiel war nicht das 4-3, ist aber 4-1. Verloren. Genau. Und aber Rodak hat alle 4 Tore gemacht. Ja, das meinte ich. Und ich habe Rodak das einzige. Und du hast das einzige Tor gemacht. Genau. Ja. Also wie gesagt, diese Davi sind ja für uns immer noch unvergessen. Aber ganz interessant war ja, im Gegensatz, dass die Davis relativ schlecht besucht waren. Also zum Beispiel das 5-2, kann ich mich erinnern, das waren keine 10.000 Zuschauer im Stadion. Ja. Eigentlich ja undenkbar, also heute ja, ich meine, gut, heute jetzt abgesehen jetzt von Corona, undenkbar. War das für dich jetzt enttäuschend, weil die Europacup-Spiele waren ja teilweise, oder waren ja Aberdeen und so weiter, waren ja alle ausverkauft. Ja. In der Meisterschaft, das war aber auch schon in der großen Zeit in den 80er Jahren, so große Spiele im Hanapi-Stadion und dann 5 Tage später nur vor 3.000 Zuschauern gespielt. Ja. Wie geht man da als Spieler damit um? Ein Derby emotionalisiert und es kommen 8.000 Zuschauer. Ja, aber erstens muss ich das anders sagen. Ich bin ja sehr beeindruckt, die Zuschauerzahlen, was wir jetzt haben in Österreich. Ja, ja. Wenn wir so Rapid jetzt haben, ist ja sehr gut. Ich war ja nicht so gut gewöhnt. Ich kam aus Norwegen. Ich kann mich erinnern, dass in Norwegen, Österreich das Länderspiel war 3.000, 4.000. Das war ja erst später, wo wir auch ausverkauftes Stadion haben. Und beim Lilleström war es 4.000, 5.000, vielleicht in der Derby 6.000, 7.000. So, ich war ja mit nichts gewöhnt. Also für mich war ja 10.000 viele Leute. Vor allem 10.000 in Hanapi-Stadion war ja 10.000 in Prater oder Happelstadion, das war ja wenig, aber ich war mir das nicht gewöhnt. Das war für mich
Nein, das war nicht eine große Sache für mich. Ich habe natürlich gefreut, wenn ich später in meine Karriere auch in England und vor allem bei der Nationalmannschaft ausverkaufte Stadien gehabt haben. Aber nein, das war kein Thema für mich. Für mich war es nur Thema, Tore zu schießen, Spiele zu gewinnen. Also wie gesagt, diese Davis waren ja auch eingebettet, speziell das 6:3, kann ich mich noch gut erinnern, war ein paar Tage vorher dieses 4:3 gegen Brügge. Also das war ja eine Wahnsinnszeit. Ja. Was hast du in diese Europacup-Spiele? Waren das so deine ersten Europacup-Spiele, die du gespielt hast, oder hast du mit Lillestrøm auch schon Europacup gespielt? Gute Frage. Ich glaube, das war mein erstes Europacup-Spiel, weil wir haben die Liga gewonnen in 89, dann war ich ja weg, so ich habe dann nicht Europacup gespielt in Norwegen. Und Aberdeen war ja ganz, ganz besonders für mich. Aberdeen war das erste Spiel, also erste Runde Aberdeen damals. war mein erstes Spiel und das war ganz besonders, weil ich bin ein Sohn, ein Ölkapitän. Also mein Vater war ja auf Supply-Schiffe und da Okay. war ja Aberdeen, das war ja der Staat, wo man hin und her zwischen Stavanger und Aberdeen. Und meine erste Fußballtrikot war Aberdeen. Also das zeigt, wie Fußball ist, klein. Okay. Und dann habe ich, das war nicht eine Favoritmannschaft, aber ich habe die natürlich verfolgt. Ich habe die Sir Alex Ferguson, wo er die Europacup gewonnen haben, die Ligameisterschaft gewonnen ist. Ich habe Aberdeen gewonnen. Ich habe die gekannt. So, für mich dann gegen Willie Miller und Alex McLeish zu spielen. Ich war 22-Jähriger, ein frecher Norweger mit langen Haar. Und gegen die zu spielen, das war ganz groß. Und wir sind nach Schottland gekommen und die Einzige, was Hansi Krankl und Andy Herzog sagen könnte, war fuck. So, die haben nur gesagt, Krankl hat nur, er könnte nicht so gut Englisch, aber hat gesagt, fucking good, fuck, fuck, fuck. Dann haben wir 2-1 verloren. Und dann kann ich mich erinnern, also der Spieler in, kann mich nicht erinnern, der Nummer 10 von Aberdeen, der heißt Jim irgendwas, egal, kann mich nicht erinnern, da war der Playmaker und dann Andy Herzog geht zu ihm kurz vor Ende, weil wir haben ganz gut gespielt und dann sagt er, we will fuck you in Vienna. Und ich kann mich erinnern, das war nicht so übersetzbar. Hoffentlich ist er nicht im Hotel von Aberdeen gegangen, aber das war natürlich wahnsinnig und dass ich dann das 1-0 gemacht habe zu Hause. Wir haben und ich habe wie heißt es, Jan, komm mit deinem, was du auf die Füße hast, die Trikot, Shorts und dann die Socken. So Stutzen, ja, Socken, ja. Die Stutzen hat man dann gefunden von 85, diese weiße Streifen, das hat natürlich Krankl irgendwo gefunden und die bis jetzt, meine Glück, ich habe das auch Hast beim. du aufgehoben, ja. Ja, die habe ich aufgehoben und ich muss nur ein bisschen gehen, weil jetzt kommt mehrere im Haus. Die habe ich noch und ich sage nicht, das wird ein bisschen dunkler, aber fast besser Waffen. Und die habe ich noch in meinem Haus, das Dutzend von damals. Okay. So, das war Okay. wirklich besonders und ich kann mich erinnern, dass immer Krankel, natürlich, der war ja so aberglaubig, der Krankel. Der hat ja alle Sachen gemacht. Ich habe hier mein deutsches Studio, wie du siehst. Ich mache es in der Ja. Bundesliga, also Eintracht Frankfurt ist hinter mir, leider. Warten. Jetzt machen wir alles live. Ich werde ein Rapid-Trikot holen. Warten, Okay, warten. okay. Warten. Du musst reden jetzt. Ja, ich kann mich ja noch gut erinnern, im ersten Spiel hat der Aberdeen sehr, sehr, sehr spät die Tore zum 1:1 und 2:1 gemacht. Und der Hans Krankl war ja extrem wütend bei dem Spiel, hat eben gesagt, ja, das wird für Aberdeen die Hölle in Wien. Ja. So wieder, ja, das ist so ein schönes Stress, ja, man kriegt es leider nicht mehr. Ja, Das das ist, hat sich. weißt du, was das erinnert mich? Das ist das Dynamo Spiel Kiew. hier. Genau, okay, genau. Der Wo Stress ist wir. ja nur, der Stress ist nur einmal getragen worden, ja. Ja, wirklich? Nur bei dem Spiel, ja. Fährt auf. Und Tor! Ja, gibt's denn das? Das erinnert an die glorreichen Spiele von Rapid. Ja, weil also war ja ein schades Spiel, weil die haben ja Das kurz furchtbare gehalten Spiel, ja. für 90 Minuten. Wir haben zwei Tore gemacht, kann mich erinnern. Ja. Und das war fürchterlich. Ja, gut, gehen wir weiter. Nein. Ja. Und Krankel hat uns mitgenommen zu diesem Autostation da, außerhalb von Wien. Wie heißt es da? Was, wo? Ja, Richtung Salzburg. Dann kommst der erste so Autostart, also also mit Tankstellen und alles. Da war ein Hotel Okay. dort. Und da haben wir immer gewohnt und natürlich Okay. haben wir aber den gewohnt und dann haben wir das Gleiche gemacht,
immer das Gleiche. Das war ein Freund von Hansi Krankl, ist raufgekommen und hat den gleichen Spaziergang mit uns gegangen, weil er war so aber, glaube ich. Das okay. Hat er mit Aberdeen gemacht, hat er von Brügge und auch natürlich Lüttich. Okay. Hat das leider nicht machen können auswärts. Ja, also wie gesagt, also Aberdeen, gut, so Rapid und schottische Vereine gibt es ja auch die eigene Geschichte, ich weiß nicht, wer das weiß, mit Celtic Glasgow 1984. Ja. Das war ja auch bei dem Spiel ein Thema, da gibt es dann komischerweise so eine schottische, sind es dann alle erhalten, sind alle zusammen und sind gegen Rapid. Egal, dann war Brügge. Heinz, ich weiß, ja. weil der Trainer von Celtic damals war David Hay. Ja. Und mein Trainer in Lillestrøm war David Hay. Okay. So ich kenne die ganze Geschichte. Okay. Hast du wahrscheinlich eine andere Version gehört, als was wir kennen? Ne? Nein, ich glaube, ich habe der richtige Version gehört. Okay. Und ich glaube, der passt zu allem. Ich glaube, eigentlich sind wir alle einig. Der hat immer gesagt, dass der war it was the most expensive pint in my life, sagt er, weil er ist später dann gefeuert geworden. Ja, danach kam Brügge. Auch das waren jetzt sensationelle Spiele. Ich glaube, das erste war 3-3 und dann 4-3. Nein, das war 2-1. 2-1. 3-3 war später, ja. 2-1, auswärts gewonnen und da war ich auch dort. Es waren ja nicht so viele Fans dort. Und das 4-3 in Wien, das war ja sensationell. 4-3 in Wien. In Wien, ja, 4-3 in Wien, genau, ja. Ja, und dieses Spiel kann mich erinnern, weil das war ja fast schwierig zu wissen, sind wir weiter, nicht weiter, weil das war die Ergebnisse so gegangen, aber das war wirklich, das war ja eine klasse Brügge-Mannschaft mit Jan Keulemans, das war wirklich eine sehr gute Mannschaft. Fariner, du hast dann, glaube ich, das 1-1 geschossen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja, genau, ja, Abpraller, ja. Und Keulemans und so weiter. Also das war also Brügge ist ja immer so ein, ich finde, Brügge ist so ein Verein, an dem sich Rapid irgendwie orientieren können. Ja. Auch Rekordmeister mit Land. Rekordmeister, ja, große Geschichte. Aber irgendwie sind sie, glaube ich, ein bisschen davon gelaufen. Ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Also Brügge hat ja viele Duelle gegen Brügge gegeben. Es hat drei, also auch in der Champions League 2005, immer wieder. Ja, und dann Lüttich. Ja, das kommst Lüttich, du jetzt, dann da kommst ich, du jetzt ich, nicht ich, weg. Wie alle sehen, jetzt ist wirklich live. Ich lasse meine Frau ein. Sie muss ja eigentlich das nicht hören. Aber ja, Lüttich war ja besonders, weil gegen Lüttich, das erste Spiel in Wien war 1-0. Hat Rapid 1-0 gewonnen. Ja. Du hast ausnahmsweise kein Tor geschossen. Das war der Tizio Granča. Ja. Ja. Und dann kam das Rückspiel. Ja, Rückspiel war ja, das war eine große Vorgeschichte, weil das war das erste Spiel vor, also das war außer unser Pokalspiel. Ich glaube, wir haben ein Pokalspiel vor Weihnachten nachher. Ich kann mich genau erinnern. Und dann war ja so unglaublich viel Nebel und man hat viel diskutiert über das Spiel. Ich glaube, heute hätte man das Spiel nicht gemacht. Und die haben dann 3-0 geführt. Ich mache da 3-1. Ich glaube, das war ein Kopfball. Das hat aber keiner gesehen. Aber ich habe einen Kopfball gemacht, 3-1. Ja, und dann kommen diese Elfer. Das hin und her, der dicke Andi, der will ja das schießen natürlich, aber ich glaube, dann hat Hansi geglaubt, dass vielleicht, weil ich das Tor gemacht habe, dass ich die Selbstvertrauen habe, um das zu machen, das war ja kurz vor Ende. Ja, long story short, ich habe dann verschossen, ich bin abgerutscht dann verschossen und das war natürlich in einem Herbst, wo mir eigentlich alles gelungen ist, dann war es natürlich der Tiefpunkt diesem Herbst das war natürlich, das war, kann man nicht mehr beschreiben, das war ein Tiefpunkt. Es gab ja damals auch die Gerüchte, dass das Spiel eigentlich, also die Rapid, die Verantwortlichen wollten das Spiel eigentlich absagen, also oder verschieben auf den nächsten Tag, aber angeblich hat Hans Krankl darauf bestanden, das Spiel zu spielen und es gab ja so Gerüchte, dass einige Spieler schon Urlaub gebucht haben und deshalb unbedingt spielen wollten. Ist da irgendwie... Ich kann mich nur erinnern, dass wir sehr viel diskutiert, aber nein, das kann ich mich nicht erinnern, aber wir haben jetzt gespielt und ja, total, ich war 22 Jahre alt, das war natürlich ein Tiefpunkt, aber warum ich mich an diese Pokalspiel erinnere, weil dann war es ja da kurz vor Weihnachten ein Pokalspiel, ich weiß nicht wo, das war... Ich glaube gegen FAC. Ja, genau. FAC, ja.
Und vor allem, und dich, weißt du, haben trainiert und alle haben gesagt, Jan, ohne dich wären wir bla 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 bla, du hast die Tore gemacht, zum dritten Runde zu kommen und so weiter. Obwohl meine ehemaligen Teamkameraden sage immer, wenn ich die treffe, dass ich schulde die Bonussen, dass die Prämien, weil die hätten das Prämien für vierte Runde, sage ich, sage ich immer, ich will meine Prämien zurückhaben, dann, was ich dann in die erste Runde gemacht habe. Aber wir kamen so FAC und dann haben wir mit den Rapid-Fans wirklich in 90 Minuten gefeiert. Die haben meinen Namen geschrien und ja, ich bekomme wieder ganze Haut, weil das war sehr, sehr wichtig für mich, weil da war ich wirklich, man natürlich, das ist ja Leben für einen Stürmer, dann fühlt man sich, dass man ist der Hauptschuldige, das war ich auch, ich habe den Ball verschossen, hätte ich den reingehabt, wären wir weiter. Habe ich nicht gemacht, aber dieses Pokalspiel war sehr wichtig und das hat nur befestigt die Verhältnisse und die Rapid-Fans. War das so dein erster großer sportlicher Rückschlag, dieses Spiel, Lüttich? So, bis dahin sagst du selber, es ist ja, du hast alles getroffen, viele Tore gemacht, es ist immer weitergegangen und auf einmal kam so ein Rückschlag. Ja, eigentlich schon. Also das waren verschiedene Sachen, die ich vielleicht nicht hatte, sodass ich nicht ein Weltklasse-Stürmer war. Das waren ja verschiedene Sachen. Aber eine gute Eigenschaft habe ich gehabt, dass ich wenn ich eine Chance gehabt habe, habe ich oft ein Tor gemacht. Also ich habe nicht so viele Chancen verschossen. Das war meine Stärke. Vorm Tor habe ich wirklich, wirklich die Chancen immer verwertet. So, das war natürlich der erste Tiefschlag so sportlich. Aber ich habe ja dann der Saison vorher, und ich bin ja fast Leben ist ja ein Zufall dann und wann. Dann habe ich ja in den letzten Spielen in 88 bin ich eingerutscht in den Torwart und ich war 4-5 Monaten total weg vom Fußball. Bin dann fit geworden zu diesem Österreich-Spiel und da sieht man ja, wie zufällig Leben ist. So außerhalb habe ich ja das kennengelernt, aber sportlich war das natürlich, habe ich eigentlich in meiner Karriere war das immer vorwärts, aber das war natürlich ein bisschen rückwärts gegen Lüttich. Ja. In der Saison wurde Rapid dann im Cup-Finale gegen die Austria gespielt worden. 1-0. Ich glaube, du hast sogar das 1-0 geschossen, knapp vor Schluss. Dann wurdest du ausgewechselt, damit du noch einen Siegesapplaus abholst, glaube ich. So war das irgendwie gedacht. Ja, und das Ergebnis so war gedacht. So war es gedacht. Und das Ergebnis war dann Ausgleich in der 90. Minute. Und Hans Krankl hat zu mir, das meinte er und er hat es wirklich gut gemeint. Und Hans Krankl war ja ein Stürmer, der wollte, dass die mich feiert und vielleicht braucht er noch einen Verteidiger. Und wir haben dann sicher nur einen Stürmer noch auf dem Platz. Ich kann mich erinnern, ich kam Richtung Bank und dann habe ich gesagt, Jan, gratuliere. So, ich sage, seid ihr wahnsinnig, das Spiel ist nicht vorbei. Und dann war er Freistoß für den Austria und Andi Ogris hat das Ausgleich gemacht und 1-1 und wir haben dann ohne Stürmer gespielt in die Verlängerung und das war natürlich ein Tiefpunkt. Aber ich sollte dann später lernen, dass ich habe ein paar andere Pokalfinale auch ein paar Tiefpunkte gehabt. Ja. Drei Cup-Finale leider. Genau. Also Cup und Rapid, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. In dieser Zeit auf jeden Fall nicht. Ja. Und kam der letzte Spiel gegen Stockerau. Nein, letztes Spiel war gegen Tirol verloren. Dann habe ich meine Medaille nur zu einem weggegeben. Du hast ja damals Mitspieler gehabt, Zlatko Ganča leider verstorben. Du sagst immer der dicke Herzog, Peter Schöttl, Michael Konsel. Hast du noch heute viel Kontakt mit diesen ehemaligen Kollegen? Auf jeden Fall und darum kann ich ja über Andi so, weil wenn wir miteinander reden oder wie auf den sozialen Medien über Andi redet, dann sagt er, dass er Steinherber mit einem großen Oberschenkel und ich sage das, der Mann mit dem größten Arsch im Fußball. Und das ist so Andi, wir reden nicht oft, aber wenn wir miteinander reden, das ist immer cool. Und ja, ich war beim Länderspiel vor ein paar Jahren in Österreich, da waren ja viele dabei. Bevor Corona versuchte ich immer einmal pro Jahr ins Stadion zu sein. Da trifft man die ehemalige Rapid-Legende. Rapid ist ganz gut, um in Kontakt zu bleiben. Also, und der CEO heute, der ist ja ein, mit dem ich dann und wann rede. Der letzte Mal, wo ich da war, war mit der norwegischen Botschafterin im Stadion in der Allianz Arena. Ich habe die mitgenommen und habe gesagt, die sollen alle Norweger bringen ins Stadion. Und dann war Didi Kübauer damals und bin nur rein in die Kabine gegangen. Ich habe ihn ewig nicht gesehen und ich habe nur gesagt, brauchst du einen Stürmer? Und wir haben uns umarmt. Und ich glaube, das ist das.
Das ist das Gute beim Fußball. Man kann gut miteinander, Zeit steht eigentlich still. Und wenn man sich trifft, dann fängt man an, wo man einmal war. Und und Rapid war eigentlich immer gut, in Kontakt zu bleiben. Ich bekomme immer alles, die Briefe, Einladungen zum alles, diese Rapid-Legenden-Lounge, was die haben, ich kann leider nicht oft da sein, aber sehr, sehr gute Erinnerungen auf Rapid. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Nach 40 Minuten hört die Aufnahme auf, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, ein paar Minuten habe ich noch. So, Heinz, wir machen es so. Ja. Das war Episode 1. Und okay. Da machen wir ein neuer und dann machen wir Episode 2. Und dann sehen wir, wie lange wir kommen. Das ist kein Problem. Ich habe mich gefreut. Okay. Ich habe mich gefreut. Gut. Das heißt, dann machen wir jetzt einmal Schluss mit deiner ersten Saison. Ja, erste Episode. Schluss, ja. Ich habe mich gefreut. Aber ich muss sagen, wie lange haben wir noch? Ja, ein paar Sekunden nur noch, ja. Okay, dann fangen wir dann mal eine zweite Saison, weil ich muss ja der Spieler des Jahres Kronenzeitung krönen. Ja, genau. Das heißt, wir bleiben in Kontakt. Ja. So, wir führen das gleich aus. Okay. Also wir bleiben in Kontakt, Jan. Ich werde die erste Folge jetzt einmal veröffentlichen vor Weihnachten. Ich glaube, da werden sich viele Fans freuen, als Weihnachtsgeschenk. Und vielleicht können wir im Jänner oder Februar dann weiter plaudern. Episode 2 kommt im Jänner. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann habe ich gefreut. Wobei ein paar Minuten, vielleicht, es läuft ja noch. Vielleicht können wir doch. Ja, sage ich ja. Hans Krankel sagt zu mir: Jan, ich habe einen Platz in meinem Schrank. Ich werde Spieler des Jahres, weil ich habe für Salzburg gespielt. Sage ich: Okay, Trainer, ich fahre weg zum Länderspiel, komme zurück. Der war böse auf mich, weil ich war im Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Komme ich zurück, sehe ich auf die erste Seite meinen Kopf und denke: Ich hat Hans Krankel mich fertig gemacht in die Zeitungen. Ja. Komme ich auf den Schwächert und da steht Jan Agefjordov, Spieler des Jahres in Kronen. Und ich komme dann in die Kabine, sage ich zum Hans Krankel: So, was machst du mit diesem Platz in deinem Schrank? Und ich war 23 Jahre alt, ein bisschen überheblich. Erstes Spiel, nächste Rückrunde, Vienna auswärts, Fjordhoff auf der Bank, der hat mich bestraft. Ich komme rein, mache das Tor und dann ist es eine gute Geschichte. Und dann war er natürlich stolz, dass ich wie Spieler des Jahres Okay, Jan, ein paar Minuten läuft es noch, nutzen wir die Zeit trotzdem. Ja. Du hast noch ein paar Minuten Zeit, nutzen wir die Zeit noch aus und machen wir dann eine zweite Episode, wenn es dir recht ist. Ja? Ein Spiel oder ein Duell, vielleicht das wird uns allen noch sehr in großer Erinnerung bleiben, sind die Duelle gegen Inter Mailand. Ja. Was hast du da heute? Ich meine, man muss sich vergegenwärtigen, wer damals gespielt hat. Lothar Matthäus, Andi Brehme, Klinsmann, Zenger, Bergomi, Berti, Serena. Ja? Wir haben das erste Spiel 2-1 gewonnen. Lattenpendel durch dich, ein Abseits-Tor, das war bis heute, glaube ich, das ist kein Abseits. Würde wahrscheinlich heute mit dem nicht gegeben werden. Was hast du da für Erinnerungen? War das so der Höhepunkt bis jetzt eigentlich? Ja, in meiner Karriere auf diesen Zeitpunkt auf jeden Fall. Und ich denke, wenn ich mache meine Top 10 Spiele, dann ist wirklich dieses Spiel wichtig, weil wir haben super gespielt gegen den späteren Meister. Du hast gesagt, die haben viele Superstars. Leider war der Schiedsrichter in Mailand oder in Verona, denke ich, wo wir gespielt haben, der war ja bezahlt. Das hat man später bewiesen. Skenderfan ist in die Schiri-Kabine gegangen und gesucht nach dem Koffer. Das war ja auch ein bisschen lustig. Zwei rote Karten. Ja. Zwei rote Karten, 11 gegen 9. Betzel und Pfeifenberger, Genau, aber am Ende haben die uns rausgeschlagen. Aber das war ein super Erlebnis und vor allem das Spiel in Hanapistown hätten wir 4 oder 5-1 gewinnen müssen. Ich habe noch den Trikot von Walter Zenger. Ich habe mit dem Torwart-Trikot geholt, aber das war wirklich eine sehr zwei tolle Spiele. Wollte ich nur kurz als Erinnerung, es war aber damals auch eine Zeit, wo Rapid ja große Probleme hatte, also finanzielle Probleme. Was sind da deine Erinnerungen? Wie weit hast du das mitbekommen? Ich kann mich erinnern, dass wir einmal wollten wir nicht zum Training gehen, weil wir haben kein Monatsgehalt bekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Scheck bekommen und ich bin sofort, Gott sei Dank war mein Filial 300 Meter von Hanapi und ich bin sofort in die Bank gegangen, sodass ich sicher war, dass er kommt auf Konto. Und dann, Gott sei Dank, war es noch gültig. Ja, das war eine und neue Besitzer, neue Vizepräsidenten, das war nur Chaos und das war eine Achsengesellschaft und Leute sind im Gefängnis, also in USA mit Margulies, das war sehr viele Sachen da damals los war, aber das war, das habe ich auch später in Frankfurt, das ein bisschen ähnlich, aber so verrückt wie nie erlebt. Hast du noch Erinnerungen an Hugo Maradona? Ah, auf jeden Fall. Hugo war ja
Hugo war ja wahnsinnig. Ich kann mich erinnern, dass Peter Wurz liegt im Zimmer mit Hugo Maradona, weil er hat Spanisch geredet und plötzlich klingelt der Telefon, das ist bevor Handy, und dann kommt einer und sagt, ciao Diego Maradona, ruft Diego Maradona und will mit seinem Bruder sprechen. Und der Peter Wurz ist fast bewusstlos. Hugo war wahnsinnig, sie ist reingekommen, ich kann mich erinnern, dass wir haben 11 gegen 9 gespielt gegen Austria Wien in einem Stapelstadion. Wir haben 3-1 gewonnen, glaube ich, und der ist reingekommen, hat alles versucht wie sein Bruder, nur viel schlechter. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Ja, du hast mich erinnern, wir waren beim Peppino, beim Wallfisch, also nicht weit von der alten Oper, der Peppino, der Italiener dort. Ja. Und Peppino war immer, der ist leider gestorben, der war ja damals alt, aber hat wirklich ihm zum Lachen gebracht. Und das kann mich erinnern, ich habe mich gefreut, weil er hat ja nicht die Sprache. Er konnte die Sprache nicht, konnte nur mit Peter Wutz reden, und das war natürlich nicht das Einzige, das er wollte in die Kabine. Okay. Letzte Frage, leider negativ, Cupfinale gegen Stockerau. Also das war so für mich als Fan, der schon ein paar Jahre dabei war und eigentlich heute noch, einer der absoluten Tiefpunkte, dass man dieses Spiel verlieren kann. Noch dazu hat man vorher ein paar Tage gegen Tirol gewonnen. Tirol war damals sehr, sehr stark. Dachte man sich, okay, Stockerau, zweite Division, ja, das kann ja jetzt kein Problem sein. Was war das Problem? Hat man es wirklich unterschätzt? Man ist auch 1-0 in Führung gegangen, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, wir haben in 1-0 in Führung gegangen. Habe ich das Tor gemacht? Nein. Nein. Nein, nein, das würde ich das erinnern. Aber ich das Spiel versuche ich zu vergessen. Aber ich habe 3 Pokalfinale gespielt. Gegen Austria waren wir haben Pech gehabt. Gegen Tirol, das war mein letztes Spiel bei Rapid. Da waren die einfach besser. Die haben eine gute Mannschaft mit Danek. Die haben wirklich eine sehr gute Mannschaft. Gegen Stockerau war nur so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob wir unterschätzt haben. Wir waren nur scheiße. Wir waren nur so schlecht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich habe Chancen verschossen. Ich kann nichts erinnern. Ich kann mich nur erinnern, das war ein unglaublich schlechtes Spiel. Ich kann, Gott sei Dank habe ich diese Eigenschaft, dass ich dieses Spiel nicht so viel erinnern kann. Natürlich war sicher Unterschätzung ein Teil dazu, aber das ist ja so, weißt du, in solchen Spielen, der andere ist 10% weniger motiviert, der andere 10 mehr, und dann gleicht es sich aus, und das war nur ein trauriger Tag, und das war ja natürlich für alle Rapid-Fans, aber für uns war das nur sehr, sehr peinlich, das, was wir da gemacht haben. Okay, gern. Dann werden wir jetzt die Episode 1 damit beenden. Vielleicht noch ganz, ganz kurz, was machst du jetzt momentan? Ich erreiche dich jetzt in Norwegen, nehme ich an. Ja? Ich bin in Norwegen. Ja, ja. Ich mache in Norwegen eine Kommunikationsfirma. So ein Drittel von meiner Tätigkeit beim verschiedenen Kanäle in ganz Europa wegen Fußball mit verschiedenen Rechten, mit Champions League, Europa League, mit Deutsche Bundesliga, viel mit Haaland natürlich jetzt. Aber meine Kommunikationsfirma, bin ich Berater von CEOs mit großen Firmen in Norwegen und auch im Ausland. Arbeite sehr viel in Deutschland, so ich bin sehr viel unterwegs und wie eigentlich immer. So ich lasse mich beschäftigen, aber natürlich durch den Fernseher, wo ich die Interviews mache, Pitchside, bin ich so nah dran auf Fußball wie möglich ist, außer Trainer, Sportdirektor und Journalist oder so Fußballer zu sein. Okay. Mache auch für TV die Champions League, so dass ich auch bin in Österreich, und dann kann ich immer ein bisschen über Rapid sprechen. Ich mache im Mittwoch Champions League und dann kommt immer Europa League Donnerstag, so dann kann ich immer ein bisschen über Rapid reden. Also gut, also man merkt irgendwie, Rapid ist immer noch ein wichtiger Teil von dir. Absolut. Also man merkt deine Leidenschaft und immer noch deine Erinnerungen und ja. Ja, das war, und ich bin ja ein so, ich kann mich fast alle Spiele, wenn du mich auf das erinnert, dann bin ich sofort da und ich kann mich die Gefühle erinnern und vor allem diese Gefühle mit dem Fans, das war wahnsinnig besonders, und man soll nicht vergessen, ich war 22 Jahre alt, also ich war ja nur ein kleiner Junge und plötzlich war ich ein Erwachsener in eine Profiliga und das war, wenn man jetzt zurücksieht, dann hat man keine Angst, man ist nur draufgegangen und und das war schön durch die Memory Lane, und dann machen wir Episode 2 und dann gucken wir, ob wir da fertig ist, und wenn nicht, dann machen wir Episode 3, weil dann macht man das. Sehr gut, ich nehme dich beim Wort. Ja, lieber Jan,
Lieber Jan, ich danke dir herzlich, hat mich wahnsinnig gefreut. Ja. Wünsche dir und deiner Familie jetzt vor allem schöne Feiertage, schöne Weihnachtsfeiertage, vor allem Gesundheit, und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Episode 2. Ja, danke gleichfalls und frohe Weihnachten und neues Jahr auch so alle Rapid-Fans. Danke vielmals, alles Liebe Jan, danke. Ja. Ciao. Danke, ciao. Das war die Folge 1 Episode 1 mit Jana geführt, durfte insgesamt die 64. bei 1899 FM. Ich bedanke mich nochmal beim Jan, dass er sich die Zeit genommen hat. Auch bedanke ich mich bei ihm für die Geduld. Ich habe ihn ein bisschen genervt mit Anfragen und über Twitter etc., aber er hat da sehr, sehr geduldig und letztlich auch erfolgreich dann angenommen. Bei den Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich auch wieder für das Jahr 2021. Es gab enorm viele Zugriffe, enorm gute Quoten, relativ gute Quoten, wenn ich bedenke, dass ich das alleine mache und kein großes Fernsehstudio oder kein Team hinter mir habe. Natürlich habe ich ein kleines Team hinter mir, aber prinzipiell ist es eine One-Man-Show und es wird so gut angenommen und ich bekomme so gutes Feedback. Man verzeiht mir auch ein paar technische Unzulänglichkeiten, die natürlich aufgrund dessen, dass ich halt kein Profi bin und jetzt auch nicht so dieses extrem teure Equipment zur Verfügung habe und auch nicht die Zeit habe, mich da jetzt wirklich so intensiv und stundenlang mit technischen Themen zu beschäftigen. Mir geht es primär wichtig, dass die Information zu euch kommt. Vor der Weihnachtszeit, ja, ich wünsche euch natürlich schöne Feiertage, erholsame Feiertage. Bitte gesund bleiben, passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf. Wir alle passen auf unsere Rapid auf und hoffen, dass wir 2022 wieder ins Stadion können, unsere Rapid unterstützen und die hoffentlich mit neuen Trainer und mit ein paar Neuerungen ja dann wieder vielleicht zu alter Stärke zurückkehrt. Ich glaube, das ist unser aller gemeinsamer und großer Wunsch. Ich danke auch meinen Gästen, die sehr, sehr prominent, sehr, sehr zahlreich sich zur Verfügung gestellt haben. Und danke natürlich letztlich dem Publikum oder euch Hörern und Hörerinnen, die mir teilweise sensationelle Einschaltziffern, also oder Quoten oder Klicks oder Zugriffe, wie man es auch nennen will, beschert haben, wobei das primär ja gar nicht unbedingt meine Intuition ist. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt erholsame Feiertage. 2022 geht es weiter und darauf freue ich mich schon und wünsche natürlich wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM